Freude pur. Und das sogar bei tiefwinterlichen Bedingungen auf 2000 Meter Höhe in den Ötztaler Alpen. Das funktioniert unter anderem dank X-Drive, dem intelligenten Allradsystem von BMW und Günther Schillinger, einem sehr, sehr kompetenten BMW-Fahrinstruktor. BMW X-Drive, jetzt ganz aktuell also auch im neuen BMW 6er Coupé. Ganz aktuell, wie gesagt, im 6er, aber über die gesamte Modellpalette verstreut, vom 3er über den 5er, über den 7er bis zu den X-Modellen natürlich. Überall kriegst du das intelligente Allradsystem. Jetzt darfst du ausnahmsweise mal auf die Beifahrerseite. Du traust dir das zu? Ich fahr mit. Ja, klar. Günther, mal angenommen, ich hätte noch nie in einem BMW mit X-Drive gesessen. Worauf muss ich auch gerade bei der ersten Fahrt vielleicht achten? Für mich das höchste Kompliment, dass er Technik, einer so ausgefeilten Technik, einfach geben kann, dass man keinerlei Einflüsse davon zu spüren bekommt. Agilität, Präzision, Sicherheit. Wie kommen diese drei Faktoren bei BMW X-Drive zur Geltung und zusammen vor allen Dingen auch? Na, die Agilität kommt natürlich schon mal dazu tragen, dass wir eben auch mehr Kraft auf die Hinterachse leiten. Das heißt, generell sprechen wir von 40% für die Vorderachse, 60% für die Hinterachse. Allerdings ist eben hier der Untergrund sehr entscheidend und je nachdem wird dann auch ganz variabel eben die Momentenverteilung, die Kraftverteilung von der Vorderachse zur Hinterachse übernommen. Die Sicherheit wird natürlich durch die Spurstabilität gewährleistet, die du 4 angetriebene Räder hast. Und Präzision? Präzision ist eben am Lenkrad, viel über das Lenkrad eben zu spüren und zu spüren auch hier, dass du eben keinerlei Antriebseinflüsse in der Lenkung spürst und damit sehr präzise deine Richtung vorgeben kannst. Feinheiten gibt es aber dann doch, auf die man achten kann, um eben wirklich das System auch effizient zu nutzen. Eine Geschichte ist zum Beispiel die Hill Descent Control, also die Bergabfahrkontrolle. Hill Descent, ganz richtig angesprochen, ist natürlich ein System, das wir in all unseren vierradgetriebenen Automobilen anbieten. Einfach mit dem Hintergedanken, die Fahrzeuge erklimmen Steigungen auch bei widrigsten Witterungsbedingungen, sollen auch wieder sicher den Berg hinunterkommen und deshalb eben diese Hill Descent. Die Hill Descent kannst du eben in solchen Passagen von Haus aus einschalten. Die ist immer aktiv bis 60 km/h und bringt dich wirklich, ohne dass du auf der Bremse oder am Gas tätig bist, sicher den Berg hinab. Ab 60 km/h würde sie sich dann verabschieden. Da hätte ich dann das Signal gegeben, ich übernehme die Kontrolle. Völlig richtig. Ab 60 geht's wieder weg. Müsstest du sie explizit wieder einschalten. Wenn ich ein bisschen manuell jetzt Gas gebe, ungefähr fahren wir mal bis 40 und ich nehme den Fuß wieder runter. Er hält dich in der Spur, er versucht auch die Geschwindigkeit eben so zu halten, wie du es gerade eben eingestellt hast. Und du spürst es natürlich sofort, indem das Fahrzeug verzögert und dich wieder auf deine Wunschgeschwindigkeit abbremst. Bis hierhin also alles mit Sicherheits- und Schubsystem. Und du hast ja eingangs mal toll gezeigt, was so möglich ist, wenn man eben ins Driften auch geht. Und deshalb nutzen wir jetzt einfach die Möglichkeit, unser DSC, unser Schlupfregelsystem, einmal komplett abzuschalten. Ja. Das heißt, jetzt sind wir wirklich ohne elektronische Helferlein unterwegs. Und du merkst, jetzt kommen hier diese PS schon ganz anders rüber. Sag nur ganz kurz, wie habe ich mich als Schüler insgesamt gemacht? Super entwickelt, super auch von deinen Reaktionen, die du hier gezeigt hast. Aber wir haben noch Potenzial. Sehr schön. Günther. Hallo, hat mich gefreut. Jetzt geht's rein. Erstmal ein schönes, warmes Getränk, würde ich sagen. Unbedingt. Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen.